Moin moin und hallo, mein Name ist Klaus Berger und in diesem Star Citizen Beitrag erfahrt ihr neueste Kurznachrichten zu Piraterie, Gruppen und mehr. Im Interviewformat Calling All Devs stellte Jared Discolando Huckabee unter anderem die interessante Frage, wie man zukünftig mit Griefern, also Spielern, die bewusst anderen Spielern den Spaß rauben wollen, umgehen möchte und wie dies mit Piraterie gemeinsam funktionieren soll. Rede und Antwort für diese doch recht schwerwiegende Frage stand Lead Systems Designer Dan Truffin aus dem Entwicklungsstudio Foundry 42 Frankfurt. Eines der wichtigsten Systeme für das sogenannte Law, zu Deutsch Gesetzessystem sein, wozu schon heute das Wanted Level zählt, welches man für die Aktionen erhält, indem man Spieler oder ihren Besitz angreift. Man möchte definitiv Piraterie fördern, da es ein Teil des Spielerlebnisses sein wird und viele Spieler den Pfad eines Piraten einschwenken wollen. Zudem sollen selbst Beschäftigungen wie das Mining zu einer spannenden Herausforderung werden, wenn die Bedrohung von Piraterie grundsätzlich möglich ist. Natürlich wird es Möglichkeiten geben, Eskorten anzuheuern und ebenso durch die UEE verteidigt zu werden, die die zivilisierten Bereiche des Verse intensiv verteidigen werden. Im Grundsatz geht es um zwei Dinge. Tötest du jemanden, um an seine Habseligkeiten zu kommen, so ist es Piraterie und Teil des Spiels. Tötest du ihn jedoch 2, 3 oder 5 Mal am Stück, nur um ihn an dem Spiel zu hindern, so handelt es sich eher um einen Spielverderber, den man mit automatischem, aber auch manuellem Aufwand verhindern will. Man möchte definitiv eine toxische Atmosphäre im Spiel verhindern, aber ohne das spannende Gefühl von Piraterie und PvP zu unterbinden. Das System für Gesetze in Star Citizen sieht für Piraterie auch vor, dass es in unterschiedlichen Regionen jeweils andere Gesetze geben kann. Dies kann von einem ganzen System bis hin zu einem kleinen Piratenaußenposten innerhalb einer gesetzestreuen Region reichen. In dieser Blase gelten dann andere Regeln, zum Beispiel, dass jeder jeden beschießen dürfte oder nur Piraten aufeinander nicht schießen würden. Möchte ein Spieler eine solche Gesetzeslage nicht, kann er dies verhindern, indem er in den von der UEE stärker beschützten Systemen bleibt oder sich andererseits bewusst bzw. freiwillig in die gefährlichen Gegenden begibt, die gleichzeitig auch mehr und schnelleres Geld versprechen. Insgesamt ein recht heikles Thema, zu dem ich meine ganz persönliche Meinung habe. Gerne würde ich mich über eure Meinung in den Kommentaren unter dem Video freuen oder ihr schaut bei einem meiner Twitch-Livestreams vorbei und quatscht mit mir live über eure Vorstellungen von Piraterie und Gesetzeslage. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen und wenn ihr mehr zu Star Citizen sehen wollt, drückt am besten gleich den Abo-Button unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, oder wie es echte Weltraumpiraten sagen: See you in the verse!